Ja, jetzt brauchen wir nochmal wieder gute Procs. Also wir haben noch über eine Minute Zeit. Haben jetzt fast schon die 90% geschafft. 87%. Jetzt damagt er hier nochmal ein bisschen. Okay, das war ein guter Proc auch wieder. So, und hier bitte noch. Ja, perfekt. Er proc dahin. Das Problem ist einfach nur, dass sie natürlich wenig Damage bekommen. Okay. Ja, Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute sind wir auf dem Account vom lieben Philipp und wir dürfen auf seinem Account nämlich heute den Fuchs testen. Ja, der Fuchs, der ist ja nun mal unnormal krank, das wisst ihr nun mal, und er hat hier richtig übertrieben auf diesem Account. Er hat den Fuchs nämlich soweit hier gemaxt. Er hat einen 14er Skill, ein 10er böse Rüstung mit drauf. Wir gucken uns den gleich in den Meister Dungeons mit an. Ich habe ein bisschen rumprobiert, welches Talent letztendlich am besten darauf ist. Und ja, ich habe halt so ein bisschen rumprobiert halt, bevor ich das Video gestartet habe. Und ich sage euch jetzt schon, der Fuchs macht den Meister Dungeon solo. Wohlbemerkt die 8er Meister Dungeons, also diese krassen. Das ist vollkommen egal, was für ein Meister Dungeon. Sehr, sehr wichtig ist, dass er halt hier böse Rüstung mit drauf hat, weil er nämlich dadurch den reflektierten, erlittenen Schaden auf 5000 begrenzt. Das ist sehr, sehr wichtig, dann bekommt er nämlich nicht ganz so viel Damage reingedrückt. Außerdem ist auch noch sehr, sehr wichtig, dass er sehr, sehr viel Ausweichen hat. Also er hat jetzt hier im Moment 12.000 Ausweichen, das meiste kommt vom Pet, also von diesem Super-Pet, ne? Und ja, als Wappen habe ich jetzt hier einfach draufgepackt einen unheiligen Pakt, einfach damit er nochmal unnormal viel Damage raushaut. Und ja, es ist einfach ziemlich, ziemlich krank. Philipp konnte es auch noch, glaube ich, nicht so wirklich glauben, als ich ihm gesagt habe, ich habe den 18er Meister Dungeon mit, ja, drei Flammen geschafft. Er wusste, glaube ich, auch erstmal nicht so, what the fuck, so nach dem Motto. Er musste erstmal gleich mal auf den Account und selbst mal gucken. Und ja, es ist schon wirklich ziemlich krank, dieser Held. Hier haben wir komplett auf Ausweichen, so ein bisschen noch auf Leben. Ja, also er sieht wirklich sehr, 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 sehr gut aus, dieser Held. Und ja, wir schauen uns ihn einfach mal an in dem Video. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Es ist unnormal krank, was der raushaut. So, wir gehen einfach direkt mal in den Meister Dungeon mit rein. Ich werde hier auch Zauber benutzen. Also ich habe jetzt hier gerade im Moment den Zauber hier mit und halt diesen Zauber hier, diesen Kometenzauber, der ist nochmal sehr, sehr wichtig. Wie heißt der? Meteor, genau. Der ist nochmal sehr, sehr wichtig. Der macht sehr, sehr viel Damage auf dieses Rathaus, was in der Mitte ist, weil das hält nämlich am meisten aus. Das werdet ihr aber gleich nochmal sehen. Ja, wir werden mal diesen Meister Dungeon jetzt einfach mal machen. Gut, dann gehen wir einfach direkt mal rein mit dem guten Fuchs und setzen ihn einfach mal rein. So, dann machen wir hier nochmal diesen Meteor-Zauber mit drauf. Ich werde mal ganz kurz für euch ein bisschen leiser machen, das Game. So. Wir sehen jetzt, er bekommt auf jeden Fall keinen Damage. Er bekommt auch keinen oder wenig Damage vom reflektierten Schadensdingsel, ne? Also er kann sich nicht selbst töten durch diese böse Rüstung. Und ja, diese Kombination ist halt wirklich sehr, sehr krank. Das Problem ist einfach nur, dass er sehr, sehr lange bei dem Rathaus braucht. Aber er macht trotzdem ziemlich guten Damage dabei. Und ja, wenn er jetzt gleich das Rathaus so weit down hat, dann wird es nochmal gleich interessant, weil dann wird er nämlich auf die anderen Helden umswitchen. Und normalerweise würde er zu diesem Zeitpunkt dann halt sich selbst töten, aber durch diese böse Rüstung halt nicht. So, jetzt wird er auf jeden Fall ein anderes Ziel auswählen, zum Beispiel jetzt das hier. Alles klar, er bekommt immer noch kein Damage, das hat sich nichts weiter verändert da an der Seite. Und ja, es ist krank. So, 55%, das ist ja eigentlich schon ziemlich gut. Das willst du ja eigentlich bloß erreichen bei den Meister Dungeons. Man muss ja bloß den 18er Dungeon denn letztendlich auf 10 Flammen, Quatsch, auf 10 Flammen, auf 100% mit 3 Flammen halt machen. Und ja, 74% hat er schon. Hier hat er jetzt 83%, 85%. Das ist einfach unnormal krank. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, IOG hat sich mal wieder selbst übertroffen, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, ey, so das eine Gebäude ist ja auch gleich so weit tot, obwohl. Das verstehe ich manchmal nicht so, warum die ein bisschen mehr aushalten manchmal und manchmal sehr, sehr viel. Die Heldenbasen scheinen manchmal tankig zu sein, manchmal nicht. Naja, auf jeden Fall macht er jetzt hier unten das so weit down. Hier ist auch nochmal, ja, das. Und dann macht er jetzt nochmal da oben. Er hat jetzt schon 89%. Er hat noch über eine Minute Zeit. Das ist sehr, sehr viel. Natürlich
Kann das auch sein, der Proc ist random. Es kann auch sein, dass er durchgehend jetzt hierhin prockt. Oh mein Gott, er prockt jetzt wirklich durchgehend dahin. Jetzt bitte sagt nicht, dass er jetzt nichts anderes mehr auswählt. Ah nee, er wählt. Er hat hier das Gebäude ausgewählt. Okay. Jetzt müsste er wieder ein anderes. Nee, obwohl, er hat hier anscheinend den Boss gerade ausgewählt. Naja, gut, aber es sind trotzdem 90%. Man muss manchmal Glück haben, dass er halt hier die richtigen Gebäude auswählt, weil ich glaube, er bleibt jetzt durchgehend auf dem Helden, oder? Schade eigentlich. Aber ich habe auf jeden Fall solo den 18er geschafft gehabt mit ihm. Und das war ziemlich krank, ey. Aber ihr seht schon, es ist auf jeden Fall möglich. Man muss halt bloß Glück haben, welchen Held, welches Gebäude er letztendlich auswählt. Und man hat ja noch andere Helden, noch, die man theoretisch noch mitnehmen könnte. Das wäre ja auch noch möglich. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, in diesem Video bloß solo halt den Fuchs zeigen. Und darum werde ich jetzt auch keinen anderen Helden mit reinsetzen. Das soll eigentlich auch erstmal soweit reichen. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir noch einen anderen schaffen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine Flamme mehr geschafft. Was ja nun mal sehr, sehr gut ist auch. Und wir gehen jetzt einfach mal. Ja, komm, wir gehen in den Meister Dungeon einfach mal mit rein. Werden den einfach mal hier an die Seite setzen. Werden hier wieder den Meteor-Zauber mit draufsetzen. Und ja. Er bekommt natürlich hier wieder ein bisschen Damage reingedrückt. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen lauter hier wieder. So. Also er bekommt auf jeden Fall ein bisschen Damage reingedrückt hier, wenn der Schaden zurückgeworfen wird, aber halt sehr, sehr wenig. Und ja, man sieht es einfach kaum, ne? Wenn man jetzt mal so unten hinguckt. Es ist einfach nur noch krank, was der für Damage raushaut. Und vor allem, der überlebt hier einfach und der macht hier das einfach alles solo soweit. Könnt ihr gerne an dieser Stelle einfach mal in die Kommentare mit reinschreiben, wie ihr das soweit findet. Ob ihr den auch einfach zu krank findet oder ja, vielleicht habe ich jetzt auch einfach bloß die richtige Kombination gefunden mit dem Ausweichen und mit dieser bösen Rüstung und unheiligen Pakt noch mit drauf. Also ich denke mal, das spielt auch schon mit dazu. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man diese Kombination halt hat in solchen Dungeon. So, will er jetzt hier bloß noch die Hüterin angreifen oder was? Scheint so. Also manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Greift er jetzt wirklich bloß noch die Hüterin an? Weil die Hüterin wird er ja auf jeden Fall nicht down bekommen, ne? Oder? Na. Gut, okay, er greift irgendwie die ganze Zeit nur noch die Hüterin an. Aber man muss halt Glück haben, dass er halt richtig prockt, ne? Aber man kann es auf jeden Fall schaffen. So. Nochmal ganz kurz reinsetzen. Wieder hier das Rathaus direkt instant kaputt machen. Zumindest versuchen. So, geht er jetzt wieder auf die gleiche Stelle hier durchgehend, oder was? Ne, er scheint wohl jetzt gerade woanders geprockt zu haben. Ich sehe es gerade nicht mehr. Er prockt gar nicht mehr. Ich glaube, er ist tot mit dem Procken, ne? Ach doch, er prockt hier in die Mitte rein. Okay, ich sehe es bloß nicht. Okay, da eben so ein bisschen komisch aus, auch wieder. So, auf jeden Fall ist er gerade wieder auf dem Rathaus drauf. Wird er wahrscheinlich gleich down bekommen. 32% haben wir jetzt schon. Natürlich. Was denn auch sonst? So, das Rathaus müsste gleich tot sein. Ist jetzt kaputt. Wo geht er jetzt hin? Jetzt geht er wieder dahin. Er geht immer auf die gleichen Stellen. Kann das sein? Er geht immer auf die gleichen Stellen, so ein bisschen. Ja gut, aber wir können ja auf jeden Fall nochmal den 18er machen, weil den 18er hat er auf jeden Fall geschafft. Das habe ich eben gerade gemacht. So. Gehen wir hier kurz mal mit rein. Werden hier das Gebäude soweit ein bisschen damagen mit dem Zauber. So, der macht erstmal das hier tot. Ja, das ist halt unnormal krank, wenn hier eine Hüterin drin ist, das stimmt. Das ist dann so ein bisschen belastend denn, weil die Hüterin, die bekommen natürlich nicht ganz so viel Damage. Und darum kann es sein, dass er sich halt dementsprechend dort aufhält. Aber er schafft auf jeden Fall den 18er. Und man muss dazu sagen, es reicht ja, wenn man bei den 8er Meister Dungeons die mit einer Flamme schafft. Und den 18er, den will man ja sowieso die ganze Zeit immer nur sweepen. Darum, ja, es ist eigentlich, reicht es vollkommen aus. Man kann, wie gesagt, den 18er soweit mit schaffen. Mit diesem Helden. Es ist halt wirklich einfach nur noch krank. Es ist einfach wirklich krank. Aber ihr seht ja selbst, so, er hat jetzt auf jeden Fall schon mal das Gebäude in der Mitte soweit tot. Jetzt wird er wahrscheinlich ein anderes Gebäude damagen. Genau, hier links. Einfach direkt alles instant tot, die linke Seite. 35% haben wir schon mal geschafft.
Dann damagt er jetzt hier gerade hier oben noch ein bisschen die ganze Geschichte. Hat er soweit auch alles down gemacht. Jetzt damagt er hier nochmal. Also er proc't überall einmal rein. Hier bei den Gebäuden. Da ist mir jetzt auch gerade so ein bisschen aufgefallen. Also jetzt gerade erst, dass hier auch so ein Schild irgendwie am Start ist. Jetzt frage ich mich gerade, wer kann so ein Schild erzeugen? Wo kommt das her? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben. Weil ich wüsste es jetzt nicht. Es könnte sein, dass der Dämon das spawnt. Und scheint ja auch durchgehend da drauf zu sein, ne? Jetzt ist die Damage-Reduktion auf diesem Gebäude und auf diesem Gebäude. Also scheint irgendwie so ein bisschen zu switchen immer. Naja, ist auch egal. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal 66%. Jetzt hat er hier oben schön hingeprockt und haben somit, ja, 74, 75%. Wir haben noch über eine Minute Zeit. Über eine Minute haben wir noch Zeit. Jetzt muss er natürlich nochmal ordentlich procken. Hier unten muss er auch nicht unbedingt hinprocken. Hier muss er hinprocken und da. Aber hier sind nochmal sehr, sehr viele Ziele. Also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. So, dann haben wir jetzt nur noch hier, dort. Okay, ich glaube, diesmal schafft er es, glaube ich, sogar nicht. 88, 91%. Okay. Ah, es wird auf jeden Fall knapp. Jetzt hat er wieder dahin geprockt. Der soll da nicht unbedingt hinprocken. Prockt er wieder da unten hin. Hat ein weites Gebäude mitgenommen, so wie sich das angehört hat. Obwohl, das waren, glaube ich, bloß die Gebäude. Quatsch, die Mauern, meine ich. So, jetzt hat er hier nochmal hingeprockt. 96%. Ah, shit, jetzt ist er hier bei diesem Damage-Reduktions-Gebäude, ne? Es hat leider ein Schild. Sonst hätte er es auf jeden Fall geschafft. Muss man sagen. Wir machen es gleich nochmal. Wir gucken gleich nochmal rein. Wir müssen es auf jeden Fall in diesem Video schaffen. So, ich habe mal ganz kurz die Kamera nochmal zurechtgerückt. Die war irgendwie ein bisschen schräg, warum auch immer. So, wir machen das gleich nochmal. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. So, wir werden direkt nochmal hier in den 18er mit reingehen. Wir müssen das schaffen. Ich habe es eben gerade auch geschafft. First try. Also es ist eigentlich nicht schwer. Man muss halt bloß Glück haben mit dem Prox. Das stimmt. Aber sonst ist es eigentlich sehr, sehr einfach. So. Bam, bam, bam. Oh, das ist natürlich mega belastend. Das Rathaus hat gerade diese Damage-Reduktion drauf. Oh, man. Hör doch auf, du scheiß Damage-Reduktion. Das hier nämlich dieses Gewusel hier, was hier drin ist. Das bewirkt, dass ein bisschen weniger Damage am Start ist. Ich könnte ihn natürlich jetzt nochmal ein bisschen buffen, dass ein bisschen mehr Damage am Start ist, aber brauchen wir eigentlich nicht. So, das müsste jetzt soweit tot sein. Komm. Genau, kaputt. So, wo prockt er jetzt hin? Jetzt prockt er hier links an der Seite mit hin und hat die Gebäude abgeräumt. Alles klar. Natürlich, wer kennt's nicht. Jetzt prockt er da oben hin und macht alle Gebäude soweit tot. So, wo prockt er jetzt hin? Jetzt prockt er hier hin, haben schon wieder 51%. Das ist gut. So, die 51% sind uns schon mal sicher. Ach Mann, ey. Warte mal, ich buff ihn mal ganz kurz ein bisschen, damit einfach ein bisschen mehr Damage am Start ist. Ist ein bisschen unfair vielleicht, aber dadurch geht halt das eine Gebäude schneller tot. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Dort oben. Okay, den Boss brauchen wir nicht unbedingt mehr damagen. Der jetzt hin, hier unten. Okay. Das war auf jeden Fall auch wieder ein guter Proc. Der war wichtig. Dann prockt er nochmal hier vorne hin, macht soweit hier alles tot. Sogar das eine Gebäude, also diese Heldenbasis hat er auch down gemacht. Jetzt ist er hier gerade wieder am Start. Hat das auch gedamaged, das ist gut. Jetzt damaged er hier unten nochmal alles, okay. Ja, jetzt brauchen wir nochmal wieder gute Procs. Also wir haben noch über eine Minute Zeit. Haben jetzt fast schon die 90% geschafft, 87%. Jetzt damaged er hier nochmal ein bisschen. Okay, das war ein guter Proc auch wieder. Jetzt muss er nochmal hier hin procken und dort hier. So, das hat er soweit tot, okay. Also er hat bloß noch zwei Dinger, wo er halt dementsprechend procken muss. So, und hier bitte noch. Ja, perfekt. Er prockt dahin. Das Problem ist einfach nur, dass sie natürlich wenig Damage bekommen. Okay. Ich habe jetzt zwar Zauber benutzt, aber Leute, es ist trotzdem ein Held. Und das ist schon ziemlich krank. Das ist wirklich krank. Krank, krank, krank. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist einfach dumm. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr euren Fuchs spielen würdet. Ob ihr den auch defensiv spielen würdet, also komplett auf Ausweichen. Oder ob ihr da halt irgendwie noch auf Genauigkeit gehen würdet. Aber Stand jetzt würde ich sagen, das ist auf jeden Fall das
beste Bild ist, was man da machen kann, wenn man die Dungeons machen möchte. Wenn man jetzt irgendwie defensiv rangehen möchte, würde ich auf jeden Fall Flammenwache raufpacken. Hat er sich auf jeden Fall auch hier gut entschieden. Er hatte jetzt hier auch Stärken mit drauf. Ihr wisst ja, es ist auch ein Autoproc-Held. Kommt ja auch noch mit dazu. Also für die Def unnormal gut zu gebrauchen, für die Wellen. Also ich weiß auch nicht. Es ist einfach nur ein unnormal kranker Held. Gut, aber ich hoffe einfach mal, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, gerne einen Like da lassen und dann haut rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.